Das Leonardsviertel in Stuttgart wird nachhaltig. Aber was ist Nachhaltigkeit? Unter Nachhaltigkeit versteht man die Einhaltung aller drei Dimensionen: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Diese müssen in einem dauerhaften Gleichgewicht stehen, damit für heutige und auch für zukünftige Generationen gleichermaßen ein lebenswertes Leben möglich ist. Ökologie bedeutet Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Schutz und Wiederherstellung der Artenvielfalt. Diese Aspekte könnte man durch Ressourcenschonung erreichen. Wenn man die Bedürfnisse gegenwärtigen und auch zukünftigen Generationen befriedigt, ohne dass man die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen einschränkt, stärkt man die Dimension der Ökonomie. Diese könnte man durch Ressourcenschonung sowie auch durch technische Innovationen erreichen. Die soziale Säule wird durch demokratische Strukturen und den Gerechtigkeitsgedanken zwischen allen Menschen gefestigt. Um das zu erreichen, benötigt man Partizipation, damit wirklich jeder, der betroffen ist, mitmachen kann. Neben der Nachhaltigkeit berücksichtigt unsere Planung auch die Gelegenheiten vor Ort, die Daseinsgrundfunktion. Unsere Freifläche befindet sich in Stuttgart-Mitte. Sie ist noch keine Freifläche in dem Sinne, dass dort Platz frei steht. Auf der ausgewählten Fläche steht momentan noch ein Parkhaus, das Zyblin-Parkhaus. Die Pacht des Parkhauses läuft in 10 Jahren ab. Dann wird es abgerissen. Unsere Planung steht unter dem Motto der Nachhaltigkeit. Für unsere Freifläche haben wir einen Bio-Supermarkt und eine Tiefgarage geplant. Diese unterstützen die Ökologie und Ökonomie. Der Supermarkt schafft Arbeitsplätze. Für ihn wird Miete gezahlt und trägt zum Bruttoinlandsprodukt bei. Die Tiefgarage erhält den wertvollen oberirdischen Platz. Durch Parkplatzmieten und eine öffentliche Teilnutzung gegen Gebühr wird die aus ökonomischer Sicht nachhaltigen hohen Baukosten relativiert. Auch ist auf einem der Dächer der geplanten Gebäude ein Bio-Café vorgesehen, das sowohl ökonomisch als mit seinen Produkten auch ökologisch wirkt. Wichtig ist uns auch in der Kategorie Ökologie die Müllentsorgung, Solaranlagen auf den Dächern, Dach- und Fassadenbegrünung, Geothermie sowie Fahrradstellplätze. Letzteres dient zur Senkung der Luftverschmutzung und Lärmbelästigung. Um die Wohnungen wohnenswert zu machen, ist ihre Lage entgegengesetzt zur Hauptstraße konzipiert. In der Rubrik Soziales sind ein Kindergarten oder eine Kita, außerdem ein Spiel-, Sport- sowie Skaterplatz und ein Jugendzentrum geplant. Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters und kulturellem Hintergrund sollen so zusammengebracht werden. Ein Haus der Kulturen war ebenfalls im Gespräch. Um die wohnende Bevölkerung möglichst heterogen zu halten, werden verschiedene Wohnungstypen mit unterschiedlicher Größe und Zimmerzahl zur Miete und zum Kauf angeboten. Unterschiedliche soziale Gruppen können so Wohnraum finden. Um den Bewohnern, insbesondere den Familien, Sicherheit zu gewährleisten, sind die begrünten Dächer nur den Anwohnern zugänglich. Sie sind quasi eine Art Gated Community. Die Gebäude sind zudem mit Fahrstühlen ausgestattet. So kann jeder Mieter uneingeschränkt die Wohnungen beziehen und die Dächer nutzen. Menschen mit Kinderwagen und Rollstühlen erhalten daher im Sinne des integrativen Wohnens ohne Einschränkung Zugang zum gesamten Gebäude. Unsere Planung führt zu mehreren Ergebnissen, da wir in verschiedenen kleineren Gruppen gearbeitet haben. Jede Gruppe hat unterschiedliche Dinge mehr oder auch weniger berücksichtigt. Wir sind die Klasse 10a des Eschbach-Gymnasiums Stuttgart-Freiberg. Wir hoffen, Ihnen hat unsere Arbeit gefallen.